Heute ist der perfekte Tag für einen Besuch zu Banalp. Es ist nicht nur die Aussicht, die mich dermassen begeistert. Es sind die Felswände rund um den Banalper Steinsee. Ich würde gerne noch einmal über das Valec, aber mit Trittsicherheit und ich bin auch nicht mehr schwindelfrei, führe mich darum direkt in einer Staffel hinterher zum Shampoo. Mit einem guten Fernrohr sieht man sogar das Restaurant Stanzerhorn. Das letzte Mal, als ich da war, hat es nämlich noch keine Tiere hier oben gehabt. Nach dem Kaffee habe ich die Tiere bewundert und bin dann auf einen Aussichtspunkt gelaufen. Der Weg führt weiter um den See oder ins Kreuzufer, respektive auf die Alp Oberfeld, zum Wallenpfad aufs Brunni ob Engelberg. Ich genieße aber hier nur die Aussicht rundum. Da gixelt sogar der Brisenfiere. Das Rind ist doch perfekt getarnt. Kuhmütter schützen ihre Kälber, halten sie Distanz. Da sieht man schön, wie stark so eine Bindung ist. Die Mutterkuh hat mich keine Sekunde aus der Augen gelegt. Das ist meins. Also, abfahren. Mittag ist nachher. Also, hei, hat die Käschnitte gut geschmeckt. Auch in den Zimmer und im Restaurant und im Saal ist etwas gegangen. So, jetzt mache ich mich auch auf den Weg ins Eop. Die einen Tiere fressen gemütlich, während die anderen Siesta machen. Ist ja nicht zu verwundern bei dieser hohen Hitze. Thank you.
habe ja vorig zwar gerade zu Mittag gehabt, aber so ein ganzes kleines Zipfel von einer Wurst, das wär schon noch etwas. Natürlich gehe ich nie bei der Marianne im Berggasthaus Banaubsee vorbei. Und mir kommt jetzt gerade in Sinn, ich habe ja noch gar kein Dessert gehabt. Also, Rolli! Und so endet ein weiterer Besuch auf der Banaub mit vielen schönen und bleibenden Eindrücken, netten Gesprächen und Begegnungen. Und wenn sie noch vom gleichen Dorf sind, freut es einem umso mehr. Und jetzt noch ein paar Banaubfettchen zum Schluss. Kommt doch auch eine Schufe.